Bevor das Video startet, eine kleine Ansage. Es ist alles nicht so gelaufen wie gedacht. Deshalb nimmt mein Intro und alles, was ich über Barbecue sagt, nicht ernst. Bin hier gerade völlig mit den Nerven am Ende. Ihr werdet alles erfahren im Video. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Aus meinem Hotelzimmer in Marokko, Agadir. Und wir werden heute Barbecue testen. In Marokko. In Agadir. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir werden da zu Fuß extra, hab ich geguckt, 35 Minuten. Wenn wir hinwalken, vielleicht noch ein bisschen Street Food snacken. Wenn wir was finden, ich weiß nicht, lasst euch überraschen. Denkt an Gutschein, an euer Kommentar. Ich pinne das an, 50 Euro Gutschein an irgendjemanden, einfach so, suche ich mir eins aus und sagt mir, ich habe es in jedem Marokko-Video gesagt, wo soll ich hin? Auf der Welt, es geht jetzt öfter ins Ausland, wir steppen jetzt los und werden los, Barbecue. Genau, weil ihr seid, mein wunderschönes Hotelzimmer. Da bin ich mal hyped, was uns da erwartet, guck mal hier, wunderschöne Hotelanlage, das muss ich euch noch zeigen. Wunderschöne Hotelanlage. Super nettes Personal hier, aber auch vieles läuft hier nicht ganz so perfekt. Hey, how are you? Yeah. You very good. Yeah, I try my best. Have a nice day. Zieht euch das mal rein, Mann. Detektor. Ich kann nicht anders. Ich muss meine Meinung zum Hotel vom Stapel lassen. Rio Plaza. Geiles Personal, geile Anlage, aber unhygienische Zimmer. Auch noch vollgequalmt. Ich schwör's euch, muss ich mein Zimmer wechseln. Zieht euch das rein. 10 Euro. 25 Minuten Sauna. Also ich sag's euch, für 17 Euro in der 3-Sterne-Sauna in Buxude gehe ich in die Sauna. Da zahlst du 20 Euro für 50 Minuten. Oh, Leute. Und das war teuer, das Hotel. Meine Freundin ausgesucht. Ich musste. Ich werde bald Hotelkritiker, glaubt mir. Jetzt geht's weiter. Barbecue. How are you, my friend? Hallo. Hallo. Alles gut? Ja, danke. Bei dir auch? Prima. Ja, alles perfekt. Ich wollte dir meinen besten Freund einmal. Der hat mir dieses originale Hugo Boss T-Shirt für einen Sportpreis hat er mir gegeben. Danke dir, mein Lieber. Beste Ware. Zieht euch das rein, Alter. Und sowas in Marokko, Alter. Puh, hu, hu, mein Lieber. Ja. Marokkanisches Barbecue werde ich jetzt essen. Ja, ja. Es gibt hier auch noch ein Geschenk, kriege ich? Ja. Welches? Das ist Agadir Magic Dosa. Einfach. Ja. Probieren. Ich kenne diesen Kram. Ist einfach. Warte mal, ich weiß noch wie. Ah, das hat mir meine Mutter das damals gezeigt, Leute. Ah, haha. Ja, so nicht. Ah, leicht. Leicht, ne? Ja. Mach gerade ein Video, weißt du, ich werde Barbecue werde ich essen. Und dann komme ich hier nochmal wieder, okay? Okay, willkommen. Alles klar, danke schön. Ja, danke dir auch, ciao. So, jetzt wird es hier aber endlich mal losfetzen. Google ist unser bester Freund, er wird uns helfen. Ich glaube auf astreine Bewertung. Bei TripAdvisor oder wie das heißt, richtig kranke Bewertung. Hier in Anführungszeichen 4,1 Sterne, traditionelles marokkanisches Barbecue. Über offenem Feuer. 32 Minuten. Ich dachte, das ist schneller, Mann. Bin doch schon 5 Minuten unterwegs. Bei dem Wetter wirklich, schlaucht ein bisschen. Ich weiß selber nicht, warum ich jetzt schon wieder lache, aber er schlaucht. So, wir haben einen guten Freund. How are you, man? Suchst du was, oder? Ich brauche Marokkaner. Weißt du, was ich meine? Marokkaner Frau. Nein, weißt du, Marokkaner. Hashi Mashi. Komm. Nein. Zeig mal ein Geschäft. Nein. Nee, ich hab Verabredung, wie ein Kamera. Da wartet jemand. Er ist sauer. Ich sag's euch, die absolut beste Entscheidung zu Fuß. Ich liebe das immer wieder. Hier durchgehen. Guck dir das an. Oh. Die Palmen, die Blumen, die Leute, auch wenn die nerven. Egal, man erlebt was. Alle gehören in die Hölle, die so eine Tour mit einem Auto machen. Das war zu hart ausgedrückt, sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist schwerer, da hältst du mal als gedacht. Überall Bauarbeiten, hat ja auch der Reiseführer gesagt, weil die jetzt in 2-3 Jahren Agadir richtig aufpimpen wollen. Muss ich irgendwie mir da den Weg durchbahnen. Eine Minute sollen wir da sein, in einer Minute. Nein, Leute, es ist das hier. Oh nein, it's closed. Yeah. And it's closed because of Corona, yes? Because of Corona. I go over there, then I go in my mind and come back to you, okay? Thank you. Alles geht schief, Mann. Mein ganzer Plan ist im Arsch. Vergiss, was ich gesagt habe mit Barbecue. Was mache ich jetzt? Du musst nachdenken. Ich werde jetzt einfach Freestyle, irgendwas Heftiges fressen. Ich beginne das hier in dem Restaurant mit einem kleinen Salat. Glaub mir, es wird noch viel geiler jetzt werden, als wir eigentlich gedacht haben. Ich werde jetzt komplett hier irgendwas aus dem Ärmel werde ich hier zaubern, was nochmal 5-mal geiler ist, als dieses Barbecue je gewesen sein wäre. Jemals dieses Barbecue gewesen. I need a little salad for a starter and then I'm looking for a food explosion. And I take your best salad. Surprise me. American Salat. Ihr habt es gehört, Leute. Es gibt einen marokkanischen Salat jetzt als kleinen Starter. Und auch in diesem Video muss ich wieder sagen, Leute, ich bin komplett eingeölt. Deshalb sehe ich so wie eine Ölsardine aus.
bei dem Wetter, glaubt mir, genau das Richtige. Die Zitrone hat mich gerade schon so angelacht da. Wenn ich vernünftigen Salat bestelle, das, was ich erwarte, ist ein schön angemachter Salat. Ein schönes Dressing, schön Essigöl, langt meist schon. Einfach Essigöl auf dem Salat, ein guter Essig, ein gutes Öl. Unter Umständen ein bisschen Süße noch durch irgendwas, Zitrone, super Salat. Was ich nicht mag, sind, wie mein Vater das immer so sagt, schönes Metro-Dressing. Die Leute kaufen beim Großmarkt und sagen, jedes Dressing schmeckt gleich. Wie beim Griechen, glaubt mir, jedes Dressing gleich. Hier haben wir einen schön frischen Salat. Nicht viel Tamtam. Komm, schmeckt der frisch. Nicht wie bei mir im Hotel. Schmeckt jede Gurke, als wenn die 8 Jahre schon gelagert wurde. Ein einfacher, ehrlicher Salat ist das. Ich werde jetzt hier reingehen. Vorhin brummte hier der Bär. Jetzt ist immer noch was los. Wundert euch nicht, aber ich denke, dass so gerade Mittagszeit, wo die Leute eher zu Hause sind, vorhin war hier die Hölle los. Hier war komplett die Hölle los. Da werden wir was Geiles finden, da bin ich mir sicher. Alles geht schief, Mann. Das ist kein richtiges Essen, Mann. I'm looking for origin Moroccan food. I need everything but not tagine because I eat yesterday and the day before I eat tagine, I need another one. Another one. Don't have some. Oh, okay. Ist nicht so schlimm. Ist okay. Scheiße, Mann. Alles geht schief, Leute. Hier hat der Bär gebombt letztes Mal. Scheiße. Ich wollte doch nur Barbecue. Marokkanisches Barbecue, habe ich mich drauf gefreut. Mein rechtes Auge tränt. Schon den ganzen Urlaub. Weiß nicht, woher das kommt. Es riecht so schön nach Meer, Leute. Also, egal was kommt, ich nehme hier irgendwas, egal was. Sehr auch wenn es nicht marokkanisch ist, ich werde mir hier was reinfetzen. Hier brummt auch jetzt noch der Bär. Hier sitze ich, bam, und werde jetzt schon was zu essen bestellen. Schön mit Blick aufs Meer, Blick auf den Strand. Wenn ich wollte, könnte ich da direkt über den Sand rüber, zack, ins Wasser springen. Nach dem Essen. Macht man aber nicht, ne? 30 Minuten warten. What's the best taco? Taco Juno? Then I will take this one. Best man, oh, was passiert? Sandwich und Taco. Nicht marokkanisch, aber trotzdem gut. Taco gibt es hier gefühlt in jedem Restaurant. Also dann ist die Konkurrenz groß, man muss gut sein, um sich zu halten. Meine Theorie, der Taco wird reinscheppern. Warm aus dem Ofen. 3 Brötchen, viel zu viel, Mann. Ich habe keinen Bedarf, das gerade zu essen. Irgendwie lacht mich das nicht so an. Wisst ihr? Guckt es euch an, sagt selber, was, ob ihr da jetzt voll reingesnackt hättet. Aber normalerweise, wenn ich Brot sehe, ich muss mich zurückhalten mit Dip, dass ich mich nicht voll esse, bevor die Hauptspeise kommt. Aber ich habe gerade keinen Bock, das zu essen. Jetzt mal ehrlich, Leute, das muss doch aufgeschnitten werden. Habe ich noch nie gesehen im Restaurant. Ein paar schöne Scheiben, zack. Hat man Lust reinzugehen? Da muss ich das ja aufreißen, zack, da rein irgendwie. Also. Drei Brötchen, auch ich alleine, was soll ich denn damit anfangen? Ich habe doch normales Essen bestellt. Wisst ihr, wie soll ich das denn alles essen? Jetzt mal ehrlich, wenn ich Frühstück oder sonst was, 3 Brötchen. Ich esse doch nicht mehr als 3 Brötchen. 3 Brötchen, dann bin ich satt. Außer ich gehe auf Restaurant, dann gehe ich mit Kopf anders bei. Ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Das geht doch nicht. Nice, 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 nice. Also sieht übelst Fastfood-Style aus, aber ich erwarte, dass es geil schmeckt. Irgendwie Pommes bisher auch überall. Nee, in einem Laden waren die ganz gut hier. Müll. Ich hoffe, das andere Essen schmeckt zumindest. Ah, nicht richtig durchgebacken, Leute. Was ist das? Wirklich von innen noch roh gefühlt, die Pommes. Aber egal, egal. Sieht für mich auch absolut lieblos aus. Einfach so billig Brot mit Fleisch drin. Aber wenn es geil schmeckt, schmeckt geil. Absoluter Müll. Sogar auf eine Sehne gebissen eben. Leute, Alter. Wer will, ich sag das selten. Brot wie Pappe, kein Gewürz, dann gar nichts. How are you? Hello. You want something? Take this for you. Und das hier auch noch? Here for you guys. Ja. For you. So, guck Leute, ich will jetzt nicht auf Messias tun so. Also wenn man richtig Hunger hat, ist das natürlich dann auch noch in Ordnung. Aber die freuen sich. Okay, gehen wir mal ein Sandwich. Ganz Taco meine ich. Ganz Taco. Kann man sich geben, muss man sich aber wirklich nicht geben. Gut, da ist eine Soße drin, sind so viele Geschmacksverstärker drin, irgendwie, dass es schmeckt. Aber das schmeckt so, wie wenn man sich irgendwie aus der Tiefkühltheke, diesen allerbilligsten Scheiß, nicht mal gut und günstig, noch schlechter aus irgendeinem Restwarenposten. Holst du dir Fleisch, zack, da ist dann so ein Raucharoma drin. So, da siehst du als Zutat den Rauchsalz und sowas. Kannst du knicken. Ja, das kannst du komplett knicken. Ich gebe das den Jungs jetzt auch drüben, die freuen sich. Weil das immer noch Essen, bevor ich mir das jetzt reinzwänge oder es wegschmeiße, gebe ich das den Jungs da drüben. Da müsste was anderes, aber das ist der größte Müll. Das muss nicht sein, Leute, das muss nicht sein. Hier, Guys. Merci.
Hey, how are you? Holle, H-O-L-L-E. Da vorne, Real Talk, da hat der Bär gebrummt. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch mehr was reinfetzen. Die essen auch schön. Und wenn wir mal um die Ecke so linsen. Ui. Hallo. Hey. Hallo. Ich wurde erwischt. Es wird eine schöne Paella geben, eine schöne Paella Royale. Das wird es jetzt geben. Da hast du jetzt erstmal klein geschnitten. Erstmal umgesetzt, was ich eben bemängelt habe. Die schönen grünen Oliven, die schwarzen, denen vertraue ich nicht. Meistens einfach mit Eisen geschwärzt. Ich komme nicht klar auf sowas. Leckere Oliven. Hallo! 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 Alles klar, gut, in Marokko, ja, bin. Alles yeah, this one. Marokkanischer Rücken hier. How are you, Chef? I hope the food smells good. Smells bad, but it tastes good. The best taste here all over the beach? All over the world. Ich wusste gar nicht, was ich bestellt habe. Ich denke, das wird uns richtig befriedigen. Ich glaube, er hat mir Hummer reingemacht, Mann. Ich glaube es nicht. Das ist doch Hummer, oder? Nee, das ist kein Hummer. Ehrlich, Leute, halt mich für dumm, aber ich weiß nicht mehr. What's that? Lobster. Lobster? Lobster. I have to explain it in German. Moment. You know how to spell it in English? Ja, Lobster. Oh, could you type it in English? Ja. I think it's better. Ah. Lobster, Deutsch. Hummer. Es ist ein Hummer. Hummer. Hummer, yeah. The lobster you have here, they are on alive or you have dead lobster? No, live lobster. Yes, for real? Yeah. I can show it? Yes, of course, why not? But first I have to eat. Er holt mir alles raus. Ah, the lobster, good one. Lobster. I do the rest, thank you. Lobster, Glück. Ah, da. Die haben da echt Lebende noch. Can I touch? Und wir haben auch noch da. Guckt euch den an. Das ist aber irgendwie gerade echt makaber. Das ist irgendwie ein bisschen komisch jetzt, dass ich die esse. Nein, ihr müsst euch vor Augen halten. Alles, was ihr esst, an Fleisch und Fisch lebt. Ne? Jetzt tut jetzt nicht so, als würde ich hier einen auf Dings machen. And now I have to eat. Thank you. Danke, danke. Das erste Mal Hummer, Leute. Sehr komisches Feeling, die Hummer da noch in der Hand zu haben. Da muss ich vor Augen halten. Alles lebt, was wir essen. Also an Fleisch, natürlich Fisch. Und wenn man es dann so in der Hand hat, boah, das ist schon irgendwie, oh, schmerzt ein bisschen. Ich glaube, das sagt man oft bei Sachen, schmeckt wie Hähnchen. Ist hier aber so ein bisschen tatsächlich auch so, zumindest die Gewürze. Mega lecker. Ich habe gar nicht danach gefragt, das ist bestimmt voll teuer. Konsistenz auch fast wie Hähnchen. Bisschen fluffiger, würde ich einfach sagen. Nicht so komprimiert. Das ist der richtige Ausdruck. Noch ein bisschen weicher, zarter als Hähnchen. So würde ich sagen, genau. Frittiert auf paniert. Scheinen sie nochmal Mehl gewälzt zu haben. Manchmal esse ich hier einfach die Schale mit, das knackt so schön, wisst ihr? Kann man wunderbar wegsnacken. Ich sag euch, so ein bisschen halt Fastfood-Charakter noch mit drin. Ihr habt natürlich hier diese, ich sag jetzt mal Schrimps. Tut mir leid, die Begrifflichkeit immer Schrimps, Gambis, sonst was, ich verplan das immer. Tut mir leid, aber schmeckt geil. Das wird einfach Hähnchen sein, denke ich mal. Feini. Ein ganz ein Feini. Hähnchenfleisch, lecker gewürzt, gut angebraten, ein bisschen trocken, stört mich aber nicht. Der Geschmack ist trotzdem top. Nicht trocken wäre natürlich besser, aber immer noch sehr lecker. Das ist wieder butterzart, saftig. Das zerfällt im Mund komplett. Das wird Chicken sein. Also, es ist Hähnchen. Ich habe noch nie so zartes Hähnchen gegessen. Geschmack könnte intensiver sein. Also, keine Ahnung, marinieren, ein, zwei oder noch einen Moment einwirken lassen. Aber von der Zartheit, unnormal. Mega kross. Wobei, guck mal, wo ich die Tagine gegessen habe im anderen Video. Das war auch so unnormal zart. Die scheinen in Marokko irgendeine Zubereitungsart zu haben für Hähnchen. Die ist anders. Dieser Bereich. Als wäre das Innere püriert, sag ich mal. Als wäre das, sag ich mal, wie Kartoffelstampf oder so, wisst ihr? Von der Konsistenz, es zerfällt einfach. Es ist nicht da. Ganz krass. Kalamar. Alles leicht tomatig angemacht. Super reif. Oma essen am Agadir Beach. Hört sich gut an.
Okay, hier geht gar nichts mehr raus. Das Essen hier würde ich jederzeit wieder essen. Für Scampis muss man ein Typ sein. Ich bin es eigentlich nicht, weil dieses Poolen mich übelst nervt. Und dann kommt so ein bisschen was bei raus. Das ist was für Pistazienesser. Ich esse auch gerne Pistazien, mich nervt das immer, die so rauszupoolen. Oh, Leute, Fazit zu der Paella. Tomatig, außergewöhnlich. Hat mich überrascht. Ich liebe es, wenn mich was überrascht. Und dieses Hähnchen zum Beispiel bellt. Hummer auch, mein erstes Mal Hummer in meinem Leben. Krass gewesen, das so jetzt mal zu essen irgendwie. War für mich ein geiles Erlebnis, hat auch geil geschmeckt. Paella und so an sich kann man sich sehr gut geben. Ein, zwei Punkte haben mich umgehauen, der Rest war lecker. Hat mich gefreut, das Video machen zu können. Ich danke euch. Danke fürs Zuschauen. Da nochmal vielleicht eine Einspielung, weil ich vergessen habe, Bewertung. Das ist das Einzige, was ich bewerten würde heute, weil das andere war eine 0. Aber das ist eine 8 von 10 von mir. Außergewöhnlich an ein paar Stellen, Nachbesserungsbedarf, aber 8 von 10. Sehr lecker gewesen. Ich beende das Video an dieser Stelle. Hoffe, ihr lasst ein Abo da. Hoffe, euch gefallen diese Auslandsgeschichten. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Und ja, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sehr viele haben mich nicht abonniert, die diese Videos gucken. Und macht die Glocke an, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn was Neues kommt. Und dann bis zum nächsten Mal.